Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Soldier's Factory. Wir haben heute immer noch Mittwoch, den 23. September. Ich hatte heute früh schon mal eine Aufnahme gemacht. Ja, wir haben es jetzt schon 20.21 Uhr. Ja, wir haben zuletzt hier aufgehört. Wir sind jetzt in Mala County. Wir haben einen neuen Boom-Scanner. Ja, aber der Rest erklärt sich ja dann von selbst. So, wir haben hier vier Feinde im Bereich. Oh, das wird ein bisschen knapp. Ich glaube, der andere, der dreht sich gleich um. Ach komm, wir gehen einfach vorbei. Oder, warte mal. Ah, vorsichtig. Ja, wir haben jetzt hier diese Beast GSA Marken. Wie gesagt, Mala County ist ja von der Beast GSA besetzt. So. Ja, hier unten ist so eine Flugabwehr geschützt, aber da kommen wir nicht ran. Die ist bloß als Show. Man sieht auch, dass die keine Animation hat. Okay, wir nehmen mal einen Taser. So, da haben wir ihn auch. So, nochmal nachladen. Willkommen zu Mala County. So, da haben wir den ersten Bereich schon wieder fertig. Hey Sepp, wie kommst du mit dem neuen Room-Scanner zurecht? Etwas ungewohnt. Sind die Satellitenbilder in Echtzeit? Nein, das Gerät scannt nach wie vor die Umgebung ab und überprüft die Speicherkarte, ob Bilddaten vorhanden sind. Ich habe vor der Mission alle Bilddaten von Mala County Soft auf das Gerät gespeichert. Schon mal Frosch im Hals. Und warum konnte ich meinen alten Scanner nicht weiterhin verwenden? Sepp, der Room-Scanner X2500 ist etwas robust und stürzt bei der Hitze in Mala County nicht so schnell ab. Gefällt er dir etwa nicht? Oh, doch. Aber es ist einfach ungewohnt. Verstehe. Okay, ich muss weiter. Hey Sepp, das war nicht der eigentliche Grund meines Anrufs. Denn ich lese gerade einen geschwärzten Bericht über den Gründer der Beast GSA. Brooklyn. Genau. Nach seinen eigenen Aussagen haben du und ich mein Sepp Linus und Brooklyn haben damals im Vietnamkrieg zusammengekämpft? Das ist merkwürdig. Was? Ich weiß nicht, der Bericht ist zum Großteil geschwärzt. Wie war sein bürgerlicher Name? Das steht ja auch nicht drin. Ich lese hier nur, dass er nach seinen eigenen Aussagen in einer Stadt namens Brooklyn aufgewachsen sei. Wo liegt das? Sepp, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls arbeitete er später für den Geheimdienst und bekam irgendwann den Auftrag, die Experimente im Klonlabor zu überwachen. Zu der Zeit gründete er auch die Beast GSA und den Rest der Geschichte kennst du ja bereits. Ja, ich soll angeblich das ganze Labor in die Luft gejagt haben, um ihn da drin zu begraben. Nur, wenn er wirklich tot ist, wie konnte die Beast GSA dann trotzdem so mächtig werden? Ich vermute mal, dass Männer wie Major Anderson dafür verantwortlich sind. Brooklyn hatte eine Menge Anhänger, die seine Ideologie folgten. Verstehe. Ansonsten steht hier nichts weiter über ihn drin. Nicht mal was über seine Familie. Okay, Alexandra, ich muss weiter. Pass auf dich auf, Sepp. Oh, ich wollte jetzt gar nicht zurückgehen, ja. Ja, ich habe aus Versehen nach hinten gedrückt. Ja. Aber gut, der Vorteil ist, da ist jetzt das Gespräch abgespeichert und ja, wir haben, oh, 7 Leute haben wir hier. Hui, den hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. So, komm, den tun wir mit der Hand erledigen.
Das kann man vielleicht ein bisschen falsch verstehen. Ja, stimmt, der dreht sich auch immer mal um. So, das war Nummer 2. Wir haben nochmal Taser-Munition. Und das sind die Flugabwehrgeschütze. Da gibt es auch eine Trophäe dafür, wenn wir. Also, ne, ich meine hier ein Archivement gibt es dafür. So heißt das Ding genau. So, Schicko Panzer. Ah, der hört uns ja nicht. Oh, doch. Ah, das kann sein, dass der jetzt hier hochkommt. So, oh, hier sind schon mal 3 Leute und der andere kommt höchstwahrscheinlich gleich hoch. Vielleicht überlegt er sich's noch anders. Komm, wir schalten erstmal den hier aus. So, lass uns den erstmal hin und her drehen. Also wir lassen uns den hin und her drehen, genau. Das ist ein sehr gutes Deutsch. So, da hätten wir ihn. Ah, ich glaube, der dreht sich gleich um. Hui, das war knapp. Ah, hier vorne ist... Ah, bei denen bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Da warten wir mal lieber, bis da weitergeht. Na. Okay, das hätten wir locker schaffen können. Ich glaube, wir gehen mal besser zurück. Ach so, hier diese BSGSE-Marken oder Mikrocomputer oder GW Security-Karten, die bleiben übrigens gespeichert. Also selbst wenn wir jetzt nochmal verlieren, die müssen wir nicht nochmal neu machen. Aber jetzt so Dinge wie das Flugabwehrgeschütz und sowas und Missionsziele, die werden immer erst gespeichert, sobald wir ins in den nächsten Bereich gehen. Ja, jetzt müssen wir warten. Obwohl, das hätte jetzt in die Hose gehen können. So, das war Nummer 2. Wir schauen mal kurz hier, ob hier noch was ist. Ah, ich glaube, es ist alles voll. Die Waffe haben wir noch nicht. Fünf von 7, das heißt, 2 Feinde sind noch in diesem Bereich. Na, wir warten mal lieber. So, zack. Dann nochmal ein bisschen Taser-Munition. Sehr schön. Ah, komm, wir holen uns noch die hier hinten. So, da warten wir mal auf den. Ja, ich glaube, das könnte ein bisschen knapp werden. Ah, okay. So, Taser-Munition ist voll. So, da haben wir alle aus diesem Bereich. Ich würde direkt sagen, wir gehen weiter. Alles voll. Ja, wie gesagt, auf den Extremschwierigkeitsgrad können wir jetzt nicht allzu viel tragen.
Hatten wir eigentlich die Schrotflinte eingesammelt? Hä? Die Schrotflinte. Ja, wahrscheinlich, weil ich da gestorben bin. Ja, hier ist das Miese. Hier brauchen wir viel Geduld, weil der wartet hier eine ganze Weile. Aber wir können den einfach aus der Reserve locken. So, zack. Ja, die haben ja eine Art Sichterweiterung. Und hier ist natürlich jetzt noch ein zweiter Soldat mit auf Extrem. Es sind auch insgesamt 7 Soldaten. Also bei denen warten wir am besten mal, bis da sich wieder weiter bewegt. Ah, das könnte jetzt in die Hose gehen. Ah, sehr schön. So, hier ist das nächste Geschütz. Okay, 3 von 8. So, da hätten wir ihn. Stimmt, hier ist auch noch einer. Ja, komm. Ah, einsammeln bitte. Okay, da fehlen uns noch 3. Ja, ich habe ja gesagt, wir sammeln jetzt nicht alle. Ich hatte vorhin mal geschaut in Gavi Security, also im zweiten Kapitel, jetzt hätte ich mir bald das Headset runtergezerrt, weil ich am Kabel hängen geblieben bin. Im zweiten Kapitel haben wir alle. Das war jetzt ein bisschen. Ja. Ich dachte, da läuft ein bisschen weiter. Können wir eigentlich direkt so als Tempel nehmen, ne? Ach, ich dachte, da läuft rein. Ja. Stimmt, ja, die haben ja manchmal eine andere Route. Also Schwierigkeitsgrad abhängig. Ui. Okay. Das laden wir mal nach. So, gehen erstmal hier rein. These-Munition, Medipack ist voll. Hier haben wir eine Kiste. So, hier in unserem Missionsziel steht es auch schon da. Malar County unterliegt derzeit der Kontrolle der Beast GSA. Ich muss mich irgendwie bis nach New Collins durchschlagen. Die Vorratskiste, die ich gefunden habe, könnte sich als nützlich erweisen. Optional, jedes Flugabwehrgeschütz, das ich finde, sollte ich besser mit einem EMP-Sender versehen. Ja, die Kiste ist Teil eines Missionsziels. Also, ja. Und wir haben in diesem Bereich auch alle BSGSA-Marken. So, 4 von 8. Okay. Fehlen uns noch 3 Stück. Ich sag mal so viel, die letzte ist sehr fies platziert. Die ist etwas versteckt. Und ja, die werden wir dann natürlich auch noch holen. Wie gesagt, Archivmensch und so habe ich schon alle bereits. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt momentan gerade mit Steam verbunden bin, weil ich spiele ja eine eigene Packaged-Version. Halt, weil ich schon alles freigeschaltet habe und ich euch noch nicht alles Sequels und so zeigen möchte halt. Glaubst du wirklich, dass du etwas was findest? Hey, ich habe gelesen, dass der Bunker weiter vorne zum Abbau von Diamanten verwendet wurde.
Ach, das ist doch Bullshit. Die bauen doch keinen Bunker, um Diamanten abzubauen. Die haben da irgendwelche Forschung durchgeführt. Wo ist dein Optimismus? Hey, Mann, wenn uns hier etwas passiert. Wir haben hier in den Höhlen keinen Funkkontakt. Und wir können also keine Verstärkung rufen. Und niemand weiß, dass wir hier sind. Bleib locker, was soll hier schon passieren? Na, deine Zuversicht hätte ich gern. Ja, und wenn wir das jetzt hier versauen, sozusagen, und die töten, wir verlassen den Bereich, gehen wieder rein, dann sind die auch tot. Und wenn wir alle Marken sammeln wollen, müssen wir es theoretisch nochmal hier durchspielen, um diese zwei Soldaten zu bekommen. Also hier die Marken der beiden Soldaten. So, warten wir mal. Und bei denen kommt auch keine Verstärkung. Also, wenn wir jetzt irgendwie Alarm auslösen, wie gesagt, die haben ja keinen Funkkontakt zum Höhlen und so. Zum Höhlen, genau. Wegen den Höhlen. Also die können halt keine Verstärkung hier rufen, die sind halt völlig auf sich allein gestellt. So, da hätten wir die. Gehen wir erstmal hier rum. So, dieser Weg ist blockiert. Wir schauen erstmal hier. Mist, hier komme ich nicht weiter. Ich muss irgendwie einen Weg finden, die Tür zu öffnen. Ja, dieser Bunker ist verschlossen. Da schauen wir uns mal weiter um. Ja, hier können wir auch gleich nochmal schauen. Also die Soldaten sind jetzt nicht wieder da. Also wenn wir es hier verpasst, die Beast GSA-Marken einzusammeln, dann hat man echt Pech. Da muss man wirklich das dann beim nächsten Spieldurchlauf machen. So, gehen wir mal hier lang. Hey, kein Schritt weiter, Freundchen. Auf dich sind gerade mehrere Querläufe gerichtet. Also mach lieber keine Dummheiten. Was willst du hier? Schon gut, schon gut. Ich bin nur auf der Durchreise. Ich muss nach New Collins. Könnt ihr mich durch den Bunker lassen? New Collins, du musst ja verrückt sein. Ich gebe dir einen guten Rat. Wenn du am Leben bleiben willst, dann hau ab und versteck dich irgendwo, bevor die Beast GSA dich erwischt. Ich bin nicht nach Malakauti gekommen, um mich zu verkriechen. Wisst ihr zufällig, wo sich Major Anders aufhält? Der Klau? Du bist ja noch verrückter, als ich dachte. Nun gut, ich sag dir was. Es gibt noch einen anderen Zugang zum Bunker. Wenn du uns ein paar Vorräte von der Beast GSA beschaffst, werde ich die Tür für dich öffnen. Was für Vorräte braucht ihr? Wir brauchen jede Menge Verbandsmaterial und Munition. Sicher wirst du bei den Canyon fündig werden. Da gibt es einen kleinen Außenposten. Da war ich schon. Ich habe hier jede Menge Vorräte. Ist es das, was ihr benötigt? Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Mann, du bist ein ziemlich zäher Mistkerl. Der letzte von uns, der versucht hat, in den Außenposten zu schleichen, wurde von der Beast GSA erschossen. In Ordnung, ihr könnt alles haben. Okay, ich werde die Tür für dich öffnen. Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr dafür geben kann. Das stimmt nicht ganz. Du könntest mir noch einige Informationen geben. Wie komme ich am besten nach New Collins? Wir gehen kaum nach draußen, daher können wir dir leider keine Informationen über die momentane Lage hier geben.
Hinter dem Bunker wurde von der BGSA ein kleiner Beobachtungsposten errichtet. Wenn du da durchgehst, kommst du direkt bei Utami raus. Es gibt eine Zugverbindung nach New Collins. Aber ich habe keine Ahnung, ob da überhaupt noch ein Zug fährt. Selbst wenn, dann wird sie unter der Kontrolle der BGSA sein. Gibt es in dem Bunker noch irgendwelche Waffen oder irgendwas, das mir weiterhelfen könnte? Nein, soweit ich weiß, wurde die Anlage vor 20 Jahren geräumt. Davon abgesehen ist das auch kein Militärbunker. Meines Wissens war das eine von vielen Forschungsstationen. Also irgendwas mit der Gesteinszusammensetzung. Ich habe keine Ahnung. Okay, danke für die Info, Mo. In Ordnung. Ich werde den Bunker für dich öffnen lassen. Hey, wie ist eigentlich dein Name? Mein Name? Sepp, warum fragst du? Wenn du es wirklich schaffen solltest, dich gegen die Cloud zu behaupten, dann möchte ich wenigstens deinen Namen kennen. Viel Glück, Sepp. So, der Bunker ist jetzt auch geöffnet.